Die Energy Kinotipps. Willkommen zu den Kinotipps. Hi, hier ist Film Nummer 1, live. Du hast sicher von dem neuen Kazan-Film gehört. Da spielt ein interessanter Junge mit. Er heißt James Dean. Machen wir ein paar großartige Fotos oder was? Werden Sie mich berühmt machen? Ein Junge, der betrunken vor einem Bierglas sitzt. Ist das dein Idol einer neuen Bewegung? Ich war dabei, du warst dabei. Ein Symbol der Hoffnung. Robert Pattinson als Jungfotograf in den Lehrjahren. Seine große Chance zum Durchbruch heißt James Dean, aber der ist ein in jeder Hinsicht kompliziertes Motiv. Für Mitglieder von Team Edward wahrscheinlich 5, für mich eher solide 3,5 von 5 Popcorn-Typen. Nächster Film, Maze Runner 2. Wir können sagen, dass die Experimente im Labyrinth ein voller Erfolg waren. Es wird Zeit. Beginnen wir mit Phase 2. Der Verlauf eures Lebens entscheidet über den Weg der Menschheit. Obwohl Thomas und seine Mitstreiter in Teil 1 ja gerade so aus diesem tödlichen Labyrinth entkommen sind, sind sie noch längst nicht in Sicherheit. Mit einer Gruppe Widerstandskämpfer geht's gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner. Gute Fortsetzung. 4 von 5 Popcorn-Tüten. Und hier unser Film der Woche. Man lernt nie aus. Okay, wo sehen Sie sich selbst in 10 Jahren? Wenn ich 80 bin. Wir sprachen doch über ein Praktikumsangebot für ältere Semester. Ältere Schüler oder ältere Studenten? Nein, 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 echte ältere Semester. Moment. Hey Jules, ich bin Ben, Ihr neuer Praktikant. Rentner Ben ist im Ruhestand einfach zu langweilig und deswegen macht er einfach nochmal ein Praktikum. Und zwar bei einem Online-Magazin. Mit 70 Jahren. Könnt ihr euch vorstellen, da kollidieren zwei Kulturen. Extrem witzig, extrem intelligent und ein echter Geheimtipp. 4,5 von 5 Popcorn-Tüten. In der nächsten Woche könnt ihr euch schon mal auf das hier freuen. Es ist eine schwarze Messe. Jetzt wird man sie auch töten. Bis dann, viel Spaß im Kino. Und damit ihr die Kinotipps in der nächsten Woche auf keinen Fall verpasst, kurz abonnieren klicken.